Strichcodes kommen aber auch in der Kunst vor. Der amerikanische Künstler Scott Blake hat aus Strichcodes Bilder gemacht. Allerdings muss man etwas weiter zurückgehen, um zu erkennen, um was es sich da handelt. Mann, ist das laut, diese Kunst. Oh, ein Porträt von Andy Warhol. Toll. Tatsächlich. Oh, ein Porträt von Andy Warhol.